Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 10. März 1920. Heute vor 100 Jahren wurde Boris Vian geboren. Hören Sie über den französischen Künstler einen Beitrag von Karl Lippegaus. Ein Touche-à-tout ist im Französischen ein Kind, das alles anfassen will. Aus purer Neugier und um sich eine Welt zu erschaffen. Boris Vian bewahrt sich sein Leben lang seinen Sinn fürs Unerforschte. Was ihn beflügelt, sind der Sound aus Armstrongs Trompete und die Big Band Duke Ellingtons. Mit 7 Jahren hat er alle Bücher von Maupassant gelesen und bringt sich selbst das Trompetespielen bei. In 12 Tagen schreibt er einen Krimi, der einen Skandal auslöst. Sein bekanntester Roman, Der Schaum der Tage, wurde bereits 4-mal verfilmt. Nicole Berthold ist Herausgeberin seines in Kürze erscheinenden Briefwechsels. Dabei entdeckt man einen Menschen, der viele Dinge gleichzeitig tut, extrem schnell arbeitet. Er hat eine Wahrnehmung der Dinge, der Menschen und der Elemente, die stets über das bloß Sichtbare hinausreicht. Mit 22 Jahren ist er Ingenieur, schreibt Romane, wird später Schauspieler und Sänger, Verfasser von 600 Chansons und Musikproduzent. Boris Vian ist Erfinder, konstruiert einen Roboter und tut vor allem eines, sich selbst erfinden. Die Wahrheit liegt nicht bei denen, die in der Mehrzahl sind. Wenn man als Künstler etwas anderes machen will, das Problem des Künstlers ist nicht, etwas zu machen, sondern es anders zu machen, dann muss einem klar sein, dass einen nicht alle verstehen werden. Was ihm gefällt, muss er tun, im Moment des Schaffens. Auf halbem Weg zwischen Paris und Versailles liegt Ville d'Avray, wo einst die Edelmänner ihre Mätressen einquartierten. Hier wird Boris Vian am 10. März 1920 geboren. Mit 2 Brüdern und einer Schwester wächst er auf, umgeben von exotischen Pflanzen, dem Parc Saint-Cloud und paradiesischen Sinneseindrücken, die sein Werk durchwehen. Exotik und Eros. Der Vater, Paul Vian, führt ein sorgenfreies Leben als Frühpensionär und widmet sich ganztägig der 5-köpfigen Familie. Vielleicht, denkt Boris später, habe ich es zu gut gehabt als Kind, verwöhnt von der Mutter. Am Plattenspieler schlägt Boris' Herz für den Jazz. 1944 wird der Vater von Einbrechern erschossen. Nichts ist mehr so wie vordem. Schon während des Zweiten Weltkriegs organisiert Boris Vian sogenannte Surprise-Partys, bisweilen als harmloser Tanztee getarnt, wo die von den deutschen Besatzern offiziell als entartet verhöhnte Musik läuft, der Jazz. Im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Prés wird Boris Vian berühmt mit seiner Trompete, ein Prinz der Jazzkeller. Im Tabu und im Club Saint-Germain sieht man ihn mit Miles Davis und dessen Freundin Juliette Gréco. Das Tabu liegt in einem langgezogenen Keller, einer Art Tunnel, wo sich außergewöhnliche Dinge abspielen. Es gibt viele junge Leute hier und Besucher aus allen Teilen der Welt. Eigentlich ist es ein Tanzlokal für Studenten, wo man sehr guten Jazz macht. Einen literarischen Coup landet Boris Vian 1946. In weniger als 2 Wochen schreibt er, der nie in den USA war, unter dem Pseudonym Vernon Sullivan einen amerikanischen Krimi. Ich werde auf eure Gräber spucken. Ein halbes Dutzend Romane, die weitaus weniger gelesen werden, entstehen danach. Seine Wortspiele sind wie Science-Fiction-Jazz. Auf ärztlichen Rat muss der herzkranke Vian 1948 das Trompetespielen beenden und wird ein Chronist des Jazz. Jeder Puster in meine Trompete verkürzt mein Leben. Monsieur le Président, je vous fais une lettre. Boris Vian ist Pazifist und Antirassist, Anti-Bourgeois und Anarchist. Plötzlich steht Boris steif vor Lampenfieber als Sänger auf einer kleinen Chansonbühne. Le Déserteur, sein Aufruf zur Fahnenflucht, ist eine Warnung vor dem Algerienkrieg und wird 1955 verboten. Während einer Voraufführung der von ihm nicht genehmigten Verfilmung seines erfolgreichsten Buches stirbt Boris Vian am 23. Juni 1959 mit 39 Jahren. Jusqu'à la prochaine fois.